Tag auch. Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Heute bei der achten Folge von Über Tage widmen wir uns dem Maoismus aus anarchistischer Perspektive, wobei wir direkt sagen müssen, anarchistische Perspektive meint in unserem Fall dann eine explizit anarcho-kommunistische Perspektive und eine explizit plattformistische Perspektive. Was Plattformismus ist, also es ist eine anarchistische Strömung, das würde ich gleich nochmal erläutern, aber dass ihr schon mal wisst, dass wir das aus einer ganz speziellen anarchistischen Perspektive tun und uns eben aus dieser Perspektive dem Thema annähern, was natürlich was ganz anderes, ganz anders ist, als wenn jetzt zum Beispiel jemand aus einer individual-anarchistischen Perspektive oder so über den Maoismus redet. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute neben jetzt einmal einer allgemeinen Definition zum Maoismus und zum Plattformismus, sprechen wir darüber, was wir so wahrnehmen, was es so an maoistischen Strömungen jetzt speziell im deutschsprachigen Raum eben gibt. Und dann wenden wir uns verschiedenen Punkten im Maoismus zu, wo wir so ein bisschen drüber diskutieren, wo wir ein bisschen drüber reden wollen und wo wir gucken, was kann man daran kritisieren und gibt es auch vielleicht Punkte, von denen man lernen kann, wo wir uns auch bereichern lassen können für unsere anarchistische Theorie, für unsere Praxis und so weiter. Ja, ich glaube generell ist es auch einfach mal spannend, erstmal so ein bisschen aus unserer Sicht auch damit aufzuräumen, was es hat es jetzt damit auf sich und wie wir gleich auch sehen werden, steckt da noch ein bisschen mehr hinter als einfach nur irgendwelche maoistischen Schlägerbanden, wie es sonst so in der radikalen Linken jetzt so publik gemacht wurde. Genau, aber ich denke, es ist ein erstmal als Ausgang ein spannendes Thema, weil ja es gibt da eigentlich fast nichts Aktuelles drüber aus einer anarchistischen Perspektive und die Auseinandersetzung mit dem Maoismus auch aus der radikalen Linken, der fortschrittlichen Linken im deutschsprachigen Raum ist oft sehr plump, ist einfach sehr, ja, pff, das ist alles irgendwie, alles Scheiß und alles nur irgendwelche Macho-Schlägerbanden so. Da ist vielleicht teilweise auch was dran, aber uns geht es eben darum, jetzt nicht hier die mega tiefe Analyse zu liefern, weil wir sind ja jetzt auch nicht übermäßig bewandert im Thema, außer du hast dich jetzt natürlich viel eingelesen in das Ganze. Aber wir wollen schon probieren, uns dem zumindest anzunähern. Ja, und wenn da auch, also ich oder wir wie immer pachten natürlich nicht irgendwie die Wahrheit hier und sagen nicht, dass jetzt alles hier mit Quellen belegt ist und wir da zu 100% die richtige Analyse vertreten, weil es halt uns auch ein etwas fremdes Thema ist, wenn man das so sagen kann. Wenn wir da jetzt Fehler machen, dann freuen wir uns natürlich, wenn die maoistischen Waffengeschwister, die wir so in unseren unter unseren FollowerInnen haben, die können sich natürlich da gerne zurückmelden und uns belehren, falls wir irgendwelche Falschaussagen tätigen. So, aber jetzt würde ich sagen, genug der Einleitung, sonst labern wir hier rum und ihr habt schon keinen Bock mehr. Also starten wir einfach vielleicht direkt durch, dass du uns mal erzählst, was überhaupt der Maoismus ist. Oh ja, sehr gerne. Um das zu erklären, starten wir am besten einfach erstmal mit dem Namensgeber des Maoismus. Der ist wahrscheinlich den meisten Personen schon geläufig, aber kurz nochmal zur Erklärung. Also der Maoismus bezieht sich im Namen auf Mao Zedong. Das war der teilweise oberste Parteiführer, teilweise Staatsführer, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, eigentlich der Lenker vom kommunistischen China bis 1976. Und der hat auch während seiner Lebenszeit als politischer Aktivist verschiedene Schriften verfasst und auch verschiedene Ideen publiziert und auch mit dem Weg, den er in dem chinesischen kommunistischen Staat eingegangen ist, ein paar andere Wege eingeschlagen als die Sowjetunion oder andere kommunistische Systeme. Am bekanntesten ist wohl von ihm das kleine rote Buch, was zur Kulturrevolution rausgegeben wurde. Das kennt man auch im Westen unter dem Titel Mao-Bibel. Da sind so verschiedene Sprüche und kleine Texte von ihm drin, aber das ist jetzt eigentlich nicht das, was so Maoismus als theoretische Grundlage verwendet wird, sondern da kann man sich jetzt reinlesen, wenn ihr da Lust habt. Da gibt's andere Werke wie Über den Widerspruch, Über die Praxis und noch anderes, was ihr unter gesammelten Werken auf den diversen Marxist Library oder mlwerke.de und sowas findet. Wie ist denn jetzt eigentlich der Maoismus zustande gekommen? Weil bis jetzt haben wir einfach nur
habe ich nur so ein bisschen drüber geredet mit Mao. Und das war so, dass es den Bruch gab zwischen China und der Sowjetunion, als Stalin gestorben ist und Khrushchev an die Macht gekommen ist. Der hat den Prozess der Entstalinisierung gestartet und auch für eine friedliche Koexistenz mit dem kapitalistischen Westen eingestanden. Und das hat zu einem ziemlich großen Bruch geführt. Nicht nur mit Maos China, die andere bekannte Kraft, die sich dagegen gestellt hat, war das kommunistische Albanien unter Enver Hoxha. Die haben zusammen dann diesen antirevisionistischen Flügel gebildet. Ja, und mit diesem Revisionismus ist dann eigentlich gemeint, dass man hinter vorherige Errungenschaften der Revolution zurücktritt. Und das wurde dann auch nämlich der Sowjetunion vorgeworfen, dass damit eigentlich dann schon der Weg in ein kapitalistisches Russland oder kapitalistisches Sowjetsystem geebnet wurde. Und dieser Revisionismus, das werden wir gleich auch noch merken, ist so eine der zentralen Vokabeln im Maoismus. Kurz dazu noch eine witzige Anekdote, die mir gerade einfällt. Enver Hoxha, mit dem hat sich Mao dann später auch verkracht, der ist nebenbei ziemlich bekannt dafür geworden, dass er es geschafft hat, Albanien zu dem Land zu machen mit der höchsten Bunkerdichte weltweit. Und das erzähle ich nur gerade, weil ich nämlich mal in einem anarchistischen Quiz bei uns in Dortmund die Frage gestellt habe, wie viele Bunker Enver Hoxha hat bauen lassen in Albanien. Falls jemand das weiß, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werden wir das auch mit irgendwas belohnen, wenn ihr das richtig habt. Ja, und dieser Antirevisionismus, der dann zu diesem Bruch mit eigentlich bis eben auf das kommunistische Albanien, allen anderen kommunistischen Systemen auf der Welt geführt hat, wurde dann nicht mehr nur nach außen, sondern auch nach innen weitergetragen. Was dann auch zu, neben verschiedenen Repressions- und Säuberungskampagnen, auch zu der berühmten Kulturrevolution geführt hat, die auch ein zentraler Bestandteil von maoistischer Theorie ist, wie wir gleich uns nochmal mit beschäftigen werden. Ja, und China wurde dann auch für diese antirevisionistischen Kräfte, so wie die sich auch selber betitelt haben, ja zu der Leitfigur. Das war ja auch immer ein Rang, den das kommunistische China der Sowjetunion abstreiten wollte, dass das die Weltrevolution anführt. Und das hat es dann tatsächlich eben für diese antirevisionistischen Kräfte. Das ist eben das, was man gemeinhin dann mit Mao Zedong-Ideen oder Mao Zedong-Gedanken bezeichnet hat, was sich dann aber auch selber schon als Maoismus bezeichnet hat. Das wurde dann auch die führende Theorie von verschiedenen Volksbefreiungsbewegungen und kommunistischen Parteien auf der Welt. Diese wirkliche Herausbildung von einem eigenständigen Maoismus, der sich eben nicht einfach nur darauf bezieht, okay, wir sind antirevisionistische Marxisten-LeninistInnen, sondern wir haben da eine eigenständige Theoriebildung, das ist eigentlich erst in den späten 80er Jahren und frühen 90er Jahren passiert. Man muss dazu eben kurz noch sagen, in dieser Zeit war dann Mao auch 76 schon gestorben und unter Deng Xiaoping, dem Nachfolger von Mao, wurde dann ein kapitalistischer, privatisierter Weg eingeschlagen in China und verschiedene Wirtschaftsliberalisierungen haben dann eigentlich den Weg geebnet für das China, was wir heute kennen als kapitalistische Weltmacht. Und damit hatte dann auch China eigentlich diesen Glanz verloren als antirevisionistische Kraft. Und ja, das wurde dann natürlich auch von vielen dieser antirevisionistischen Kräfte als großer Verrat hingenommen. Wie eben gesagt, in den 80er Jahren bildete sich dann dieser tatsächliche Maoismus raus, den man dann auch als einfach nur Maoismus oder Maoismus qua Maoismus bezeichnet, eben im Gegensatz zu diesen Mao Zedong-Ideen, der auch eine eigene Theoriebildung hatte. Und die erste Partei oder die erste Volksbefreiungsbewegung, die damit gestartet hat, ist die peruvianische kommunistische Partei, die auch als Shining Path bekannt ist. Die kennt man jetzt hier im Westen oder zumindest in Deutschland in Gesprächen vielleicht eher über die Massaker, die sie verübt haben. Aber für maoistische Theoriebildung sind die eigentlich der Ausgangspunkt. Ja, und unter dem Vorsitzenden Gonzalo wurde dann eben diese maoistische Theorie festgeschrieben, was dann auch später in deren Föderation der maoistischen Parteien, der RIM, der Revolutionary Internationalist Movement, dann mit der
Erklärung herausgegeben wurde, lang lebe der Marxismus, Leninismus, Maoismus. Das kann man auch durchlesen, das ist ein recht kurzes Dokument, aber das ist ziemlich spannend, um zu verstehen, was sind denn jetzt erstmal so ja die Grundideen, die da vertreten werden, um die Theorie zu verstehen. Danach gab es dann halt verschiedene kommunistische Bewegungen, die sich dann auch dem Maoismus verschrieben hatten. Dabei zu nennen sind sehr wichtig die Kommunistische Partei Nepals, die sich dann auch später weiter gespalten hatte, aber die dann im Bürgerkrieg in Nepal es geschafft haben, halt gegen die Regierung zu gewinnen und ja eine kommunistische Regierung zu erzwingen, sich dann danach aber auch an Koalitionen und so beteiligt haben und ja jetzt nicht mehr die Relevanz haben, die sie halt vorher hatten, aber die haben, meine ich, auch es geschafft, die Monarchie abzuschaffen und diverse Reformen durchzudrücken. Das war dann jetzt auch ein Beispiel für diesen Volkskrieg, auf den wir später eingehen werden, den eigentlich fast alle dieser maoistischen Parteien eben geführt haben, aber wie gesagt, die Erklärung kommt gleich, sonst schwafle ich hier noch länger rum. Das andere sind die unter dem Begriff der Naxaliten vereinten maoistischen Kräfte in Indien, die auch bis heute weiterhin einen Volkskrieg in Indiens Osten führen, die auch teilweise wirklich sehr große ländliche Gebiete dort kontrollieren. Dann noch die Kommunistische Partei der Philippinen, die auch bis heute im Süden der Philippinen und ein paar anderen Provinzen auch einen Volkskrieg gegen die Regierung führen und auch größere Gebiete beherrschen. Aber auch kleinere kommunistische Parteien haben sich dem Maoismus verschrieben. Zum einen wäre dann noch die MLKP in der Türkei zu sagen, die auch noch, wenn auch im viel kleineren Umfang, heute einen Volkskrieg gegen den türkischen Staat führt, in einer ja zentral-osttürkischen Provinz. Oder auch die Revolutionary Communist Party, die wohl die bekannteste ja westliche maoistische Partei gewesen ist, unter Bob Avakian, den man vielleicht schon mal gehört hat oder gesehen hat. Erinnert sich noch bei G20 in Hamburg? Ja, ja, mit Transpi, die neue Synthese des Kommunismus durch Bob Avakian. Der ist interessanterweise in maoistischen Kreisen sehr verschrien, weil der einfach gesagt hat, er hat nochmal eine Weiterentwicklung nach Maoismus gemacht. Wird ihm aber abgesprochen. Ja, das war jetzt der kurze geschichtliche Abriss. Dann kann man eigentlich noch so allgemein dazu sagen, dass der Maoismus, wie er jetzt in diesem Maoismus, qua Maoismus, sich dann herausgebildet hat, beansprucht, eine Weiterentwicklung zu sein. Wie jetzt der Leninismus eine Weiterentwicklung vom Marxismus ist oder der Trotzkismus dann sagt, wir sind auch nochmal eine eigene Weiterentwicklung in der Theorie entgegen des Stalinismus, und so beansprucht eben der Maoismus auch eine Weiterentwicklung zu sein, der mit den Fehlern der vorherigen Theorie bricht und die richtigen Elemente weiter trägt. Also eine Weiterentwicklung quasi vor Mao Zedong-Gedanken. Nee, der Mao Zedong-Gedanken, das kann man sich so vorstellen, die Mao Zedong-Gedanken oder Mao Zedong-Ideen, das war halt einfach nur eine Bezugnahme auf Maos China. Es wurde halt einfach gesagt, das ist Anti-Revisionismus, was da betrieben wird, wir gehen auch den chinesischen Weg, aber es wurde sich nicht damit beschäftigt, was hat Mao jetzt anders gemacht. Mhm. Namentlich diese mit dem Volkskrieg eine militärische Strategie zu formulieren, die später dann auch so behauptet wurde, universell anwendbar ist. Die Massenlinie als alternative Theorie zu einer einfach autoritären Massenpartei wie in der Sowjetunion, die Kulturrevolution und der Klassenkampf im Sozialismus. Das sind so die zentralen Punkte, die dann theoretisch herausgearbeitet wurden. Neben so Sachen, was Mao jetzt über Dialektik, Widerspruch und Praxis geschrieben hat, aber das finde ich ist jetzt für uns nicht so relevant. Mhm. Was auch noch wichtig wäre dazu zu sagen, ist, dass zum einen der Maoismus beansprucht, wissenschaftlich zu sein. Das ist halt wirklich, finde ich, auch nochmal relevant zu betonen, weil das manchmal bei so Theoriebildung nicht so hervorgehoben wird, wie sonst im Marxismus auch wird beansprucht. Es handelt sich hier um eine Wissenschaft, die einfach wissenschaftlich, theoretisch richtig liegt. Und zum anderen beansprucht der Maoismus auch eine universelle Theorie zu sein. Und anders als andere Spielarten, die sich dann da herausentwickelt haben, wie dieser, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Third Worldism, Dritte Weltlertum. So hab ich bis jetzt auch wenig Berührungspunkte mit gehabt. Ich glaube, in den USA ist das etwas relevanter als Strömung, wo halt gesagt wird, diese
verschiedenen theoretischen Elemente sind nur auf die dritte Welt anwendbar und wir brauchen halt diese Revolution ausgehend von der dritten Welt. Das ist halt was, was im Maoismus so nicht vertreten wird, sondern eben in diesem Third Worldism, sondern der Maoismus sagt, es ist universell auf die gesamte Welt anwendbar. Sei es jetzt die westlichen kapitalistischen Zentren oder sei es jetzt das ehemals kolonisierte Hinterland. Dann kannst du uns ja jetzt auch noch mal eine kurze Einführung geben. Ja, ich werde es natürlich ganz kurz machen, weil das jetzt zum Maoismus natürlich auch nochmal wichtig war für das Verständnis, dass du das ein bisschen tiefergehender erzählst. Für den Plattformismus reicht es, denke ich, wenn man da ganz grob einfach skizziert, was der Plattformismus ist, damit man die Perspektive versteht, aus der wir sprechen. Also der Plattformismus ist entstanden innerhalb der anarchistischen Bewegung 1926 mit einem Text der Organisationsplattform der Allgemeinen Anarchistischen Union. Und das war ein Versuch einer Lehre aus der Niederlage der anarchistischen Bewegung in der Sowjetunion, wo ja dann sich die Bolschewisten eben durchgesetzt haben und eine autoritär-kommunistische Diktatur errichtet haben. Obwohl es ja damals auch eine relevante anarchistische Bewegung gab, hat diese eben eine große Niederlage hervorgetragen. Und wo das Ganze wurde eben verfasst von, jetzt so die bekanntesten wären Aschinow oder Nestor Machno, Ida Met, also einer Gruppe von Exil-Anarchistinnen, russischen Exil-Anarchistinnen. Im Prinzip kann man sagen, dass der Plattformismus versucht, auf einer anarcho-kommunistischen Grundlage die organisierteste Form des Anarchismus zu bieten. Also er hat sehr klare Prinzipien, wie die anarchistische Organisation auszusehen hat, die sich zusammenfassen lassen in erstens Einheit der Ideologie, zweitens einheitliche Taktik und kollektives Handeln, drittens kollektive Verantwortung und viertens Föderalismus. Das unterscheidet ihn eben sehr, sehr stark von anderen anarchistischen Strömungen. Aber im Prinzip geht es eigentlich darum, eine sehr verbindliche Form der Organisierung zu schaffen, die wirklich in der Lage ist, eine bedeutsame Rolle innerhalb der sozialen Revolution zu spielen. In diesem Sinne sind auch so Gedanken wie jetzt, dass es Kader in Organisationen gibt oder so, jetzt für den Plattformismus nichts irgendwie Verwerfliches oder irgendwie generell Abzulehnendes. Und das ist ja auch im Maoismus jetzt als ein Beispiel ein großer Punkt, also der Kadergedanke. Von daher ist es wichtig, das zu verstehen. Natürlich hat der Plattformismus ein völlig anderes Verständnis vom Kadermodell als der Maoismus. Wenn wir uns also mit dem Maoismus aus einer plattformistischen Perspektive beschäftigen, dann ist an diesem Beispiel gut zu sehen, dass wir, weil wir das Kadermodell nicht grundsätzlich ablehnen, jetzt nicht einfach sagen, der Maoismus verfolgt ein Kadermodell in der Organisation, das kann ja nur scheiße sein, das ist ja nur abzulehnen, sondern wir an der Stelle dann eher gucken würden, okay, wie ist das Kadermodell und welche Aspekte davon lässt sich in unser Kadermodell, was wir durch den Plattformismus haben, eben übertragen? Ich sag mal so, vielleicht sorgt das für euch für einige Verwirrung, dass wir jetzt hier von Kader reden oder auch so Begriffe wie Macht, Gegenmacht, die der Plattformismus benutzt, nicht ablehnen, aber das würde, denke ich, zu weit führen. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Folge zum Plattformismus bzw. Especifismo, was in Lateinamerika eine Parallelströmung ist, die sehr ähnlich funktioniert, die sich herausgebildet hat, über die Zeit sprechen nochmal. Das haben wir auch fest geplant. Vielleicht als Zusatz noch, dass natürlich der Plattformismus immer den Klassenkampf als das zentrale Element sieht. Früher eben historisch vor allen Dingen auf die Gewerkschaftsbewegung bezogen. Auch heutzutage sind viele plattformistische Organisationen in gewerkschaftlichen Kämpfen organisiert. Aber allgemein eigentlich geht es um soziale Bewegungen, um die Kämpfe unserer Klasse, dass es dort eine revolutionäre Organisation braucht, die kontinuierlich in diese Bewegung auch hineinwirkt. In diesem Sinne gibt es auch eine ganze Reihe von Organisationen des Plattformismus auf der ganzen Welt. Es ist auf jeden Fall eine recht verbreitete Strömung, kann man sagen, für anarchistische Verhältnisse, speziell in Lateinamerika. Aber auch in Deutschland gab es ja vor 3 Jahren oder so eine Gründung von einer plattformistischen Organisation. Also wenn das Thema jetzt direkt euer Interesse weckt und ihr dann nicht warten wollt auf unsere Podcast-Folge dazu, schaut mal auf die Seite von der Plattform, dieplattform.org. Da sind eine Reihe von Texten, auch unter anderem der historische Text von 1926. Wunderbar. Ich finde vielleicht nochmal ganz spannend zu sagen, was überhaupt für mich irgendwie so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, warum ich es jetzt spannend fand, sich mit dem Maoismus zu beschäftigen.
ja, um jetzt mal wieder die Brücke zu schlagen, in Teilen war es manchmal unähnlich, warum ich es dann spannend fand, als ich das erste Mal von Spezifismus gehört habe. Also klar, ich habe ja auch mal einmal angesprochen, dass ich so ein bisschen mich früher mit dem Jugendwiderstand irgendwie beschäftigt habe, das spannend fand oder cool fand, als ich noch kein Anarcho war. Als ich das erste Mal dann auch durch den Jugendwiderstand erfahren habe, dass es halt diese großen bewaffneten Kämpfe durch den Maoismus gab, dann war es auf einmal so wie, wow, also ich habe nichts davon mitbekommen, es wurde nirgendwo groß publiziert, sonst greifen linke Kräfte eigentlich, wenn es jetzt wie beispielsweise um die kurdischen Kämpfe, um Rojava oder PKK in Nordkurdistan geht, das ständig auf, es wird breit publiziert oder mit den Zapatistas, sowas, was ich von Anfang an groß mitbekommen habe. Und dann gibt's wirklich, wie in Indien, eigentlich den größten bewaffneten Kampf von der linken Organisation, den es aktuell gibt. Ich kriege einfach nichts davon mit. Auch nicht in den Massenmedien. Das auch nicht in den Massenmedien, nirgendwo, ja, berichtet im Prinzip. Nirgendwo. Und das war dann erstmal so ein Moment von wow. Und sich dann da ein bisschen noch mehr mit zu beschäftigen, dass das teilweise dann auch wie in Nepal so eigentlich einer der wenigen erfolgreichen bewaffneten, ja, linksradikalen Aufstände gab, das hat dann einfach zu dem Gefühl gefühlt, das ist wirklich relevant und das ist mal spannend, sich damit auseinanderzusetzen, weil scheinbar machen die ja irgendwas richtig, indem wie sie halt erfolgreich sind. Und so war es auch beim Spezifismus. Wow, okay, es gibt eine extrem große anarchistische Bewegung in Lateinamerika, die wirklich an relevanten und großen Kämpfen teilnimmt und auch zahlenmäßig wirklich auf einem ganz anderen Niveau Relevanz hat als jetzt die anarchistische Bewegung in Deutschland. Und auch historisch eben was vorzuweisen hat. Ja, ich denke, von hier aus können wir dann eigentlich ganz gut zu den Hauptpunkten des Maoismus übergehen, wo wir uns dann das ein bisschen anschauen, was es eigentlich damit auf sich hat, was wir daran kritisieren oder gut finden. Du hast es ja auch gerade einmal schon mal angesprochen, das Kadermodell. Und da können wir uns jetzt, glaube ich, als erstes mal mit beschäftigen. Und zwar mit der Massenlinie und dem Kadermodell. Es war ja von Anfang an ein großer Kritikpunkt von Mao an dem sowjetischen Modell, dass die Beschlüsse, die getroffen wurden und die Politik, die gemacht wurde, teilweise sehr wenig Verankerung in der breiten Masse, in der breiten sowjetischen Bevölkerung hatte. Und wenn sie umgesetzt wurden, eigentlich immer von oben herab umgesetzt wurden. Als Alternative dazu hat Mao dann die Massenlinie formuliert. Das wurde dann ein bisschen blumig natürlich dargestellt von ihm, dass die maoistische Partei oder die kommunistische Partei Chinas die Politik durch die Kader aus den verschiedenen Orten in sich selber hineintragen lässt, wo dann die Bedürfnisse von den Leuten formuliert werden. Und das wird dann sozusagen durch die kommunistische Partei gefiltert, mit dem richtigen Marxismus-Leninismus im Hinterkopf, mit einer guten kommunistischen Grundhaltung, und wird dann als sinnvolle Politik wieder in die Massen hineingetragen. So ungefähr muss man sich das dann vorstellen. Ja, und dafür waren eben diese Kader extrem relevant. Und deswegen hat die kommunistische Partei in China auch ein wirklich massenhaftes Kader-Ausbildungsprogramm gehabt. Also da wurden, ich glaube, die höchste Zahl, die es mal gab, waren über 11 Millionen Parteikader, die in China ausgebildet wurden. Und diese Zahl stieg dann während der kommunistischen Regierung in China immer weiter an. Die 11 Millionen waren dann halt auf dem Höhepunkt. Diese Kader sollten dann auch lokal in den verschiedenen Dörfern ausgebildet werden und fungierten da als Bürokraten eigentlich für das System, die halt die Bedürfnisse der Leute, die Arbeitskraft und auch natürlich die Vergehen, die theoretischen politischen Vergehen der Leute irgendwie sich notieren sollten und an die kommunistische Partei weitertragen sollten. Das hat dann aber auch zu verschiedenen Problemen geführt, nämlich, dass diese Personen halt eine sehr privilegierte Position hatten in den verschiedenen Orten. Und wenn man sich das genauer anguckt, gab es auch sehr starke Einkommensunterschiede und Privilegien von den verschiedenen Kadern. Und das ist auch eigentlich eine soziale Spaltung, die sich so durch die Geschichte des kommunistischen Chinas zieht. Ist ja auch, sag ich mal, jetzt ein generelles Problem autoritär-kommunistischer Gesellschaftsversuche,
dass nach der Revolution sich eine neue Klasse der Herrschenden letztendlich herausgebildet hat. Und natürlich ist in dem Beispiel von China das vielleicht dadurch, dass es so ein Massenmodell mit, wenn man jetzt, wie du es gerade ja, wenn man es vergegenwärtigt, 11 Millionen Kadern hat, ist natürlich was völlig anderes, als wenn du nur eine kleine technokratische Elite im Zentralorgan hast und dann eben noch ein paar andere Obermimer, Oberführer oder so. Aber trotzdem führt es ja dazu, dass eine neue Form der herrschenden Klasse auch irgendwo herausgebildet wird. Ich muss noch mal einmal kurz, nachdem ich jetzt die Grafik noch mal rausgesucht habe, noch mal was revidieren. Und zwar war die Höchstzahl nicht die 11 Millionen Kader, die es in China gab, sondern das war einfach nur die Zahl, die es vor der Kulturrevolution gab. 73 und 1980 gab es dann noch mal höhere Zahlen mit 17 und 18 Millionen Kadern. Also zur Veranschaulichung kann man dann auch noch mal sagen, was jetzt beispielsweise ein Kader vom untersten Rang verdient hat und was der oberste Rang dann verdient hat. Das wäre jetzt in der untersten Gehaltsstufe dann 18 Yuan oder Yen, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie man die Währung ausspricht, und dann in der obersten Stufe 560 Yuan oder Yen gewesen. Mhm. Was ja ein gigantischer prozentualer Unterschied ist. Das ist dann natürlich im untersten ein ganz einfacher Dorfkader und im obersten dann halt ein Parteivorsitzender oder ein Ministerpräsident. Und zu diesen Vergütungsunterschieden gab es dann auch noch verschiedene Unterschiede in der Unterbringung. Beispielsweise die mittleren Kader hatten dann einfach eine einfache, traditionelle Wohnung und die in dem obersten Rang haben dann eine große Villa mit Garten und 200 Quadratmetern Wohnfläche gehabt. Das sind natürlich recht relevante Unterschiede dann auch, die, wie du schon gesagt hast, eigentlich dann eine neue Klasse herausgebildet haben. Und das ist ja auch ein zentraler Punkt, wo sich dann maoistische Theoriebildung von üblich marxistisch-leninistischer unterscheidet, nämlich dass der Klassenkampf in der sozialistischen Gesellschaft weitergeht oder nach Mao sich dann sogar noch verschärft. Was es ja wirklich krass gab, das gab es zwar auch in der Sowjetunion, aber in China, soweit ich das weiß, noch mehr, dass es eben so Säuberungen in den eigenen Reihen gab und dass auch speziell die Kader gesäubert wurden nach einer Zeit und eben auch schon Wert darauf gelegt wurde, dass eben, sag ich mal, die einfachen Leute, also Bauern und so weiter, eben in die höheren Ränge kamen und jetzt die Partei und die Führungsebene nicht nur aus irgendwie Technokraten, die jetzt mit einfacher Arbeit nichts am Hut hatten, hervorgebracht hat. Aber trotzdem, was man ja weiterhin sagen muss, gab es auch einfach Leute, die davon unbehelligt waren. Also es gab die Säuberung, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, wie toll das ist, irgendwie in regelmäßigen Abständen irgendwie tausende von Leuten die dazu zu mähen, die dann sogar ja eigentlich noch die überzeugtesten von der Sache sind. Oftmals. Ja, kann man jetzt dann drüber streiten, wenn die sich halt selbst daran bereichern, wie überzeugt KommunistInnen. Aber ich sag jetzt mal, aus der Perspektive jetzt von der kommunistischen Partei sind das ja die Leute, die sozusagen an der Front stehen von der Revolution und so. Es gab ja auch Leute, die dann davon unbehelligt geblieben sind, wie zum Beispiel natürlich Mao selbst. Und Mao selbst war ja dann einfach eine Lichtgestalt, die unantastbar letztendlich war. Da gab es zwar auch Phasen, wo er in Bedrängnis geraten ist, wo er sich mal zurückziehen musste oder so, aber eigentlich war er gottgleich letztendlich irgendwie für diese Revolution. Und ich finde, das ist eben nicht nur da kann man ganz klar sehen, das ist ein grundsätzlicher Fehler auch im Maoismus, weil mir ist kein Beispiel bekannt, wo maoistische Gruppen oder Revolutionen jetzt irgendwie nicht so eine Lichtgestalt hatten. Es gab immer irgendwie den großen Vorsitzenden hier und da, der dann eben unangetastet blieb. Das ist ja auch was so ein bisschen aus der Theoriebildung mit Bezugnahme auf eine bestimmte Person dann heraus entsteht, nämlich dieser Dogmatismus für die eine Person und jetzt halt hier für Mao. Das zeigt sich ja in den anderen maoistischen Parteien dann ähnlich. Nehmen wir jetzt hier Bob Avakian, der sich dann zum obersten Vorsitzenden und unantastbaren Führer der kommunistischen Partei in den USA gemacht hat. Sei es jetzt Gonzalo bei der peruvianischen kommunistischen Partei. Das hat auf jeden Fall eine starke Tendenz. Und das ist ja jetzt nicht nur Maoismus so, das ist ja generell in marxistisch-leninistischen Parteien so, ja, dass Vorsitzende häufig eine unantastbare Person bekommen, eben aufgrund der autoritären Organisierung einfach, eben der erhöhten Macht und teilweise fehlenden Abwählbarkeit und natürlich Machtpolitiken innerhalb der Partei, ja, die dann diese Herrschaft halt ermöglichen.
Und das wäre ja auch ein sehr, sehr großer Unterschied dann eben zum Plattformismus an der Stelle, der, wie gesagt, Kader das Kadermodell nicht ablehnt, aber Kader ein ganz anderes Verständnis erstmal von sich heraus haben, ein ganz anderes Verhältnis auch zu den Massen haben und vor allen Dingen in einer ganz anderen Kontrolle durch die anarchistische Organisation stehen. Nur weil es ein Kadermodell gibt, heißt das ja nicht, dass diese Leute mehr zu sagen haben, jetzt erstmal formell gesehen, dass diese Leute in der anarchistischen Organisation mehr zu sagen haben als andere. So, sie sind gleichberechtigte Teilnehmer der anarchistischen Organisation, auch wenn sie viel machen, auch wenn sie sehr fähig sind und so weiter. Klar gibt es diese informellen Hierarchien, die dadurch entstehen. Natürlich sind Kader in einer informell hierarchischen Position, aber letztendlich gibt es das immer. Es gibt keine Form der kollektiven Organisation oder wo Menschen zusammenkommen, wo es nicht irgendeine Form von informellen Hierarchisierungen gibt. Der anarchistische Versuch des Kadermodells, also des Plattformismus letztendlich an der Stelle, ist ja eben genau zu versuchen, damit umzugehen, eben wirklich zu probieren, ja auch strukturell das klar zu definieren, was Kader sind, was Kader machen und wie sie auch in der Kontrolle durch die Basis gehalten werden. Und in was für einer Rechenschaftspflicht sie zur Basis stehen und wie man sie auch letztendlich dann, sie jederzeit auch abwählbar sind für diverse Aufgaben, die sie dann vielleicht übernehmen oder so in ihrer Funktion. Ja, die Strukturierung ist ja schon ganz anders. Ja. Wenn wir uns jetzt ein anarcho-kommunistisches Modell angucken, dann reden wir ja auch von einem Rätesystem. Mit, wie du schon gesagt hast, Abwählbarkeit. Das ist ja etwas, was im Maoismus so nicht gegeben ist. Da haben wir, wie wir gerade gesehen haben, diese Bestandsaufnahme durch die Kader in den verschiedenen Orten, die dann erstmal diese also was natürlich schon eine Verbesserung zum sowjetischen System ist, die dann halt diese Bedürfnisse und die Meinungen der Massen in die kommunistische Partei tragen, wo das dann zu einer Politik verarbeitet wird und dann von oben wieder zurückgesendet wird. Das ist ja ganz anders in einem Rätesystem. Da wird ja eigentlich von einem Rat zum nächsten mit Delegierten, die immer abwählbar sind, eigentlich die Politik nach oben getragen. Das ist natürlich jetzt, das kann auch zu informellen Hierarchien führen und teilweise, dass die Prozesse dann so groß werden, dass es schwer überblickbar für die Masse ist, aber da haben die Massen ja schon eine ganz andere Handhabung, gegen Politiken, die ihnen nicht passen, vorzugehen. Ja. Ja, es wird natürlich auch nicht diese bessere Vergütung von Kadern geben und diese Machtpolitik, die sie dann gegenüber den Massen ausüben können, indem sie halt ja überhaupt erstmal deren Belange nach oben tragen und dann wieder nach unten umsetzen. Dieses Phänomen gilt ja sowohl für die Organisation, also im anarcho-kommunistischen Sinne eine anarchistische Organisation, in einem autoritär-kommunistischen, maoistischen Sinne in einer Partei, als auch für die Gesellschaft. Weil sowohl innerhalb der anarchistischen Organisation würde es ja einen Föderalismus geben, also wo es eben dann nicht einen demokratischen Zentralismus, wie es im Maoismus gibt, wo im Prinzip viel von einer kleinen Clique an Leuten entschieden wird, sondern wo die anarchistische Organisation eben föderalistisch von unten nach oben aufgebaut ist, als auch in der Gesellschaft. Also auch in der Gesellschaft würden dann ja die anarchistischen Kader, wenn sie in der Masse arbeiten, da würde es ja nicht um Kontrolle, um Durchsetzung, um jeden Preis der eigenen anarchistischen Idee gehen, sondern letztendlich hat der Anarchismus, und das ist ein sehr grundsätzliches weiterer Unterschied, hat ein ganz anderes Verhältnis zu der Masse als der Maoismus an der Stelle, weil es gibt immer ein Misstrauen von Autoritärkommunistinnen, auch immer ein bleibendes Misstrauen gegenüber der Masse, weil immer gesagt wird, dass die Leute sich nicht selbst organisieren können, dass man sie eben dahin führen muss, in die richtige Richtung zu gehen. Und das würden wir eben ablehnen, weil wir sagen würden, natürlich ist in einer solchen Situation der Revolution, gibt es so eine Mobilisierung der Massen, dass es ein unfassbares schöpferisches Potenzial existiert hin zur Selbstorganisation. Und dass ja auch die Leute selbst von ihren Lebensbereichen, ihren Arbeitsbereichen so viel Ahnung und so viel Wissen haben, dass sie auch am besten wissen, wo es lang geht. Aber trotzdem ist es eben wichtig, dass es revolutionäre Organisationen gibt, die auch eine größere Übersicht haben, die eine entsprechende Kampferfahrung haben, die Dinge verbinden können, die anregen können, die mitentscheiden können, damit eben ja bestimmte auch durchaus natürlich auch Fehltritte, die halt passieren können, so eine Situation unwahrscheinlicher passieren, damit eine Verteidigung dieser Gesellschaft besser organisiert werden kann und all das. Witzigerweise ist es ja im Maoismus eigentlich so, dass
eben nicht dieses Misstrauen der Massen im theoretischen Fokus steht, sondern eigentlich immer davon gesprochen wird, von dem Problem, von eben diesem Einsickern von bürgerlichen Kräften in diese Funktionsposition innerhalb des kommunistischen Staates. Und das sieht man ja auch in diesen Säuberungsaktionen gegen die Kader. Es ist natürlich eine richtige Analyse, wenn man jetzt sagt, es ist wahrscheinlich, dass die funktionellen Posten, die Kaderposten innerhalb des Systems von eher kleinbürgerlichen oder bürgerlichen Personen übernommen werden, weil die halt eine bessere Bildung genossen haben, gerade jetzt in der Situation wie dem China der 40er, 50er Jahre. Und dass diese Personen auch eher dazu neigen werden, für sich vorteilhafte Dinge rauszuschlagen und ein höheres Eigeninteresse haben, sich einfach daran zu bereichern, als jetzt der Bauer, der aus seinem Dorf kommt und der materiell einfach ein viel größeres Profitieren in der Revolution sehen kann, weil seine Lage sowieso so desolat ist und weil er eigentlich nur was zu gewinnen hat. Nur sehe ich hier eigentlich eine Lösung für ein Problem, was man selber erschaffen hat. Nämlich durch diese autoritäre Organisierung, dass man überhaupt diese Funktionsposten schafft, die eben nicht wie in einem anarchistischen System durch Abwählbarkeit, durch ein Rätesystem gegeben ist. Weil die Massen haben eben nicht diese Kontrolle, die in der Massenlinie propagiert wird, weil es halt diese autoritäre Organisierung gibt. Mhm. Und dieses Problem, was man eigentlich selber geschaffen hat, versucht man dann durch ein weiter ausgebreitetes Kaderbildungsprogramm zu lösen oder durch die, wie wir gleich sehen werden, Kulturrevolution. Nämlich durch diese die Kulturrevolution war jetzt nur das größte Beispiel für die Säuberungsaktion. Man kann ja alle nehmen. Es wurde halt einfach das eigengeschaffene Problem versucht, durch dann theoretische Neubildung zu beseitigen, anstatt eben an dem Grundproblem anzusetzen, nämlich der Organisierung von Partei und Staat. Gibt's dann auch was, was man Positives mitnehmen kann aus dem Kadermodell? Weil was man ja sicherlich sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall Maoistinnen in den verschiedenen geschichtlichen Situationen gelungen ist, auch durch dieses Kadermodell eine enorme Verbreitung letztendlich ihrer Inhalte, ihres Weges zur Revolution zu generieren, weil das ist, denke ich, liegt so ein bisschen auf der Hand, wenn du sehr viele sehr gut ausgebildete Leute, sage ich mal, hast, jetzt erstmal wertneutral gesagt, von dem Inhalt, den das letztendlich ist, ja, dann ist das, denke ich, was einfach jeder Ideenlehre erstmal gut steht, weil du dann eben viele Fähigkeiten in deinen Reihen hast, viele rhetorisch fitte Leute, viele Leute, die fähig sagen können, was sie denken, wie sie wie ein guter Weg wäre, die Dinge zu ändern. Oder wie siehst du das? Gibt's da noch mehr dran zu gewinnen? Nee, ich sehe das eigentlich recht ähnlich. Also was man ja ganz groß anerkennen muss, ist eben dieses Kaderbildungsprogramm überhaupt an sich. Keine Angst davor zu haben, halt in die Massen hineinzugehen und zu sagen, wir bieten jetzt Schulungen an. Wir möchten euch theoretisch ausbilden. Wir zeigen euch, wie organisiert man denn jetzt eigentlich eine kommunistische Gesellschaft? Das ist halt was auch teilweise einfach im organisierten Anarchismus fehlt. Hier hat man ja wie wir schon am Anfang angesprochen haben, einfach eine sehr große Angst vor dieser Kaderausbildung. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass es dann die einflussreichen politischen Persönlichkeiten in den Dörfern gab, die eben dann MaoistInnen waren. Da fällt mir eine ganz witzige Anekdote an, und zwar gab es in der Sowjetunion, ich kann das jetzt nicht mehr aus dem Kopf rekonstruieren, welcher Rat genau, aber in einem Sowjet, was ja ein Rätesystem am Anfang war in Russland, hatten die Arbeiter in einem Sowjet, wollten einen Anarchisten, also Wolin, das ist so der, ja, letztendlich einer der Begründer vom strömungsübergreifenden Anarchismus, der so ein bisschen der Gegenspieler zum Plattformismus ist, den Wolin zu einem Vorsitzenden dieses entsprechenden Sowjets erklären. Und er hatte sozusagen, das spricht er daraus, das Vertrauen der Massen, diesen Posten zu erfüllen. Aber er dankte eben ab und sagte, dass er als Anarchist eben so eine Rolle nicht spielen wolle. Was war dann, ihr könnt raten, wer ist dann stattdessen gekommen? Du weißt es, oder? Trotzki? Nicht. Oder Lenin? Lenin. Okay. Ja, Trotzki ist noch so ein bisschen unsympathisch. Deutlich unsympathischer, deswegen wäre es vielleicht unterhaltsam gewesen. Ja, und stattdessen war dann halt Lenin eben da. Und das ist so, und das symbolisiert für mich so ein bisschen die Angst der Anarchisten vor der Macht. Und da geht's jetzt gar nicht um Macht im Sinne von Staat und Herrschaft und Unterdrückung und so weiter, sondern es geht darum,
dass es war ja ein Rätemodell. Es war ja genau das, was die Anarchisten propagieren. Und er hat das Vertrauen der Massen bekommen, aber wollte eben einfach nur aus so einer, ah ja, ich bin ja Anarchist und deswegen will ich nicht irgendwie in so eine Position und so kommen, wollte das nicht erfüllen, obwohl das genau dem anarchistischen Modell entspricht letztendlich. Und das finde ich, spricht symbolisch für die Angst der Anarchisten vor der Macht. Aber darum muss es letztendlich gehen, weil es muss ja darum gehen, die Macht im Sinne von, dass die Klasse eben mächtig ist, dass die Klasse in der Lage ist, sich durchzusetzen, den Klassenkampf für sich zu entscheiden und die Gesellschaft in ihrem Sinne zu verändern. Und in diesem Prozess müssen die Anarchisten dann eben auch Teil dieser Machtentscheidung sein. Es kann ja nur kollektiv sein. Und es ist ja im Endeffekt einfach Selbstermächtigung als Klasse, als Arbeiterrat. Nur dass diese Selbstermächtigung geht auch nur kollektiv. Weil es kann halt nicht sein, diese ganzen Entscheidungen, die können nicht einfach nur individuell getroffen werden. Und alle gucken einfach, dass sie selber irgendwie zurechtkommen. Natürlich, auch ein anarchistisches System braucht Organisierung. Auch ein anarchistisches System braucht Planung. Aber diese muss halt eben von unten kommen. Ja, und von dem Kaderpunkt kann man eigentlich jetzt auch perfekt zur Kulturrevolution überleiten, die ja eigentlich den Höhepunkt dargestellt hat von diesen verschiedenen Versuchen im maoistischen China, damit umzugehen, dass eben sich immer mehr kleinbürgerliche oder revisionistische Elemente im Kadermodell halt durchgesetzt haben oder in der Partei durchgesetzt haben. Die Kulturrevolution dauerte dann von 1966 bis 1976 an. Ich fand es am Anfang auch ein bisschen schwer, da durchzublicken, was genau jetzt alles passiert ist. Gestartet hat das eigentlich damit, dass Mao dazu aufgerufen hat, die örtlichen Kader zu kritisieren, die Massen angestachelt hat, dazu lokale und überregionale Kader in so Schauprozessen zu kritisieren und in den meisten Fällen dann auch hinzurichten. Dazu wurden dann vor allem die Roten Garden gebildet. Das waren Studenten, größtenteils Studenten- und Schülerorganisationen, denen dann die Mao-Bibel angereicht wurde, die dann im maoistischen Eifer losgezogen sind und Partei und Lokalkader kritisiert und hingerichtet haben. Das hat dann auch zu verschiedenen Aufständen über China verteilt geführt. Es wurden Parteibüros niedergebrannt, es wurden zahllose Parteimitglieder umgebracht. Es wurden, ja, kann man schon fast sagen, vom kommunistischen Staat nicht mehr regierte Gebiete geschaffen. Das hatte ein weit größeres Ausmaß, als häufig angenommen wird. Hm. Kulturrevolution wurde es halt auch genannt, weil es ging nicht nur darum, eben diese Parteikader zu beseitigen, sondern im Zuge dessen wurden dann auch verschiedene Elemente von revisionistischer oder bürgerlicher oder auch feudaler Kultur, die noch in China überdauert haben, versucht zu entfernen. Da gab es dann ja Verbrennung von verschiedenen Schriften, Zerstörung verschiedener Statuen, Abschaffung verschiedener kultureller Praktiken. Es wurde wirklich versucht, diesen mehrfach propagierten Klassenkampf im Sozialismus jetzt in einem Programm auch nochmal richtig umzusetzen und eben dafür zu sorgen, dass die Revolution nicht, wie man das in der Sowjetunion oder anderen kommunistischen Staaten wahrgenommen hat, eben verkommt und auf einen kapitalistischen, bürgerlichen Weg umschlägt. Ja, ich meine, man merkt ja schon so ein bisschen an deiner Aussprache, du hast es jetzt natürlich in den Worten benutzt, wie es eben geschrieben steht und wie es benutzt wird, aber ich finde schon, allein in der Sprache ist schon sehr totalitär gesprochen. Also die Revolution ist ja nichts, was irgendwie mit einem Hammerschlag wie einmal sich so übers Land fegt und dann meuchelst du einfach die ganzen bürgerlichen Leute weg und meuchelst du irgendwie, was weiß ich was, an Religion und sonst was und zerstörst einfach alles. Sondern klar gibt es solche Elemente in der Revolution. Also es wäre völliger Irrsinn und völliger Bullshit zu sagen, dass in Kontext von Revolutionen kein Blut fließen wird oder jemals es eine friedliche Revolution gab. Also auch jede Revolution, die vermeintlich friedlich war, von Gandhi bis DDR und was dann alles an Beispielen von der bürgerlichen Presse so benutzt wird, war nie gänzlich friedlich. Das ist ein völliger Irrglaube. Aber dennoch muss man ja gucken, dass man ein sehr kritisches Verhältnis zur Gewalt im Allgemeinen, zum Zwang, zu all dem eben aufbaut und auch speziell in diesen Situationen aufrecht erhält, weil
darin ja auch eine große Gefahr liegt, letztendlich, wenn man sich dieser Sprache bedienen will, auch wieder revisionistisch zu enden, weil das dann einfach nur in einer großen Barbarei endet, wenn einfach alles einfach hinweggemeuchelt wird. Ja, zudem muss man ja noch dazu sagen, dass diese Sachen nicht immer 100%, also wie man ja auch in den Opferzahlen vielleicht merkt, dass es nicht immer 100% zielführend passiert. Hm. Gewalt hat immer die Tendenz dazu, sich auch zu verselbstständigen. So war es dann natürlich auch. Also nicht jede der Hunderttausenden bis Millionen, da gibt es ja unterschiedliche Schätzungen. Getöteten in der Kulturrevolution waren ja irgendwelche revisionistischen Kader. Mhm. Sondern zum einen muss man dazu sagen, es wird ja auch angenommen, dass Mao das ausgerufen hat, weil er selber machtpolitisch geschwächt war und das einfach auch genutzt hat, um ihm unliebsame Personen innerhalb von Partei und Staat ermorden zu lassen und zu diskreditieren. Aber es war ja sicherlich auch so, dass lokal verschiedene Leute das genutzt haben, um sich unliebsamer Personen zu entledigen, wie eigentlich bei jeder gewaltsamen Säuberungsaktion in irgendwelchen Staaten. Ja. Wie vorher schon gesagt, würde ich jetzt auch wieder anbringen, es ist halt das Problem, es ist natürlich gut, dass überhaupt dieser Fehler in der marxistisch-leninistischen Theorie angesprochen wird, dass eben dieser Klassenkampf im Sozialismus nicht mehr weitergeführt wird und dass man versucht, da Lösungen für zu finden. Aber es zeigt sich ja auch einfach, was für ein unfassbarer gewalttätiger Kraftakt hier ausgeführt werden musste, um überhaupt diese autoritären Verfehlungen dann wieder zu versuchen zu beseitigen. Weil es ist natürlich auch klar, dass die Personen, die da in der Macht waren, sich dagegen wehren werden und dass diese Gewalt sich, wie schon gerade eben angesprochen, verselbstständigt. Es hätten diese zahllosen Leben wahrscheinlich nicht geopfert werden müssen, wenn es halt von Anfang an ein anderer politischer Weg eingeschlagen worden wäre. Also ein paar wären sicherlich auch der Revolution zum Opfer gefallen, aber es hätte halt ganz anders passieren können, indem man überhaupt nicht erst diesen Personen die Macht gibt. Um jetzt nicht nur bei dieser Standardkritik von, okay, niemand sollte irgendwie zentralisiert Macht haben, was jetzt die standardanarchistische Kritik ist, die ja ein Kernelement der Kritik vor uns am Maoismus bleibt, aber auch so Kulturrevolution und da finde ich eben weiterhin diesen Gewaltpunkt nochmal sehr wichtig, den auch allgemein auf den Maoismus zu beziehen. Weil mein Eindruck ist, dass, also alle autoritär-kommunistischen Ansätze haben wirklich keinen Problem über Gewalt einfach so daherzureden, als wäre es das Normalste der Welt. So. Aber ich finde, der Maoismus treibt das wirklich auf die Spitze. Also es geht einfach, es ist so eine kriegerische und so, es geht so viel um Krieg, um Gewalt, um es mit Taktiker zu sagen, um Macht und Gewalt. Ja, und das ist wirklich, das finde ich wirklich, darin liegt auch ein ganz, ganz zentraler Kritikpunkt finde ich auch am Maoismus, und das sieht man in der Kulturrevolution eben am besten. Weil auch wenn man die Notwendigkeit von revolutionärer Gewalt sieht, und die ist einfach da, so, weil die herrschende Klasse wird nun mal nicht einfach von alleine abtreten, noch wird es nach der sozialen Revolution, beziehungsweise nach dem Umsturz, sag ich mal, des kapitalistischen Systems, noch dann, da wird es auch dann eben Kräfte geben, die man bekämpfen muss. Und auch da wird sich die Reaktion wieder konsolidieren. Das ist alles richtig. Aber trotzdem muss es doch im Kern immer ein kritisches Verhältnis auch zu dieser eigenen Gewalt geben. Es muss immer eine Reflexion geben. Es muss immer, Gewalt muss immer was wirklich kollektiv diskutiert wird im besten Falle und darf niemals ein individueller Akt sein. Klar, ist aber, also, das ist sie Maoismus nicht unbedingt, aber sie ist halt zentral organisiert von oben, wird sie befohlen, die Gewalt oft. Dem würde ich ja tatsächlich nochmal ein bisschen widersprechen, weil ich finde, gerade im Maoismus zeigt sich nochmal so in etwas wie der Kulturrevolution, das wurde ja von oben angestoßen. Aber es war ja gerade der Punkt, dass es sich verselbstständigt hat und diese Gewalt wurde eher wirklich auf einer breiten kollektiven Basis auch von unten ausgeführt. Es war eigentlich, ja, kann man schon fast sagen, zwar von oben zuerst angestoßen und indoktriniert, aber einen wirklichen Fall von Gewalt von unten. Aber das macht es ja in dem Fall jetzt auch nicht viel besser von dem Resultat, was dann irgendwie daraus entstanden ist. So. Genau, das mag sein und das ist auch wichtig, dass man jetzt nicht sagt, oh ja, uns Anarchistinnen könnte das nicht passieren oder als hätte es nicht das auch von anarchistischer Seite gegeben, dass es auch Gewaltexzesse oder Fehltritte in diversen Formen gab. Natürlich nicht annähernd so in irgendeiner Form
irgendwie vergleichbar mit jetzt autoritär kommunistischen Versuchen, das ist klar. Aber trotzdem hat es das natürlich auch gegeben. Aber gerade das zeigt es ja, wie wichtig es ist. Und vor allen Dingen zeigt es dann ja, wenn das so ist, dass dann auch diese Gewalt während der Kulturrevolution viel von unten dann letztendlich noch extremer ausgetragen wurde, als es eigentlich von oben gedacht war, zeigt es ja auch nur noch zusätzlich, wie gering eben die Aufklärung, das Bewusstsein eben über genau diese Frage der Gewalt und wie locker da eben der Einsatz von der Gewalt auch letztendlich in den Massen verbreitet war, was natürlich auch durch die sozialen Zustände der Fall war. Das waren ja überwiegend Bauern, die unter Jahrzehnten der Knechtschaft, seit Jahrhunderten der Knechtschaft standen. Die auch einer viel direkteren Gewalt ausgesetzt waren. Ausgesetzt waren, natürlich. Aber dennoch ist es ja, hätte es auch eine der Aufgaben dann an der Stelle sein müssen, von dann eben den Kadern und von der, und meinetwegen dann auch von der Kommunistischen Partei, genau auch Bewusstsein in dieser Frage zu erzeugen. Und das ist ja offensichtlich nicht passiert. Ja, definitiv. Definitiv nicht. Das, was du jetzt noch angesprochen hast, dieses sehr glorifizierende oder schon fast mythisierende Verhältnis zu Gewalt im Maoismus, das entsteht ja auch einfach durch eben diese Kernelemente, also nicht nur der Kulturrevolution, sondern auch dem Volkskrieg. Also der Maoismus ist ja generell erstmal eine Strömung, die in dem, wo sie wirklich politische Schlagkraft entwickelt hat, sich in Regionen entwickelt hat, in denen der bewaffnete Kampf viel naheliegender ist, oder nicht unbedingt naheliegender, sondern einfach viel näher in der Realisierung sich darstellt, weil naheliegend ist er ja überall, ist ja Kernelement, so eine Strategie. Und wo die direkte Gewalt von Staat und Landeigentümern oder Fabrikbesitzern noch viel direkter ist. Das führt dann natürlich auch dazu, dass diese Gewalt eher als ein alltägliches Ding begriffen wird und auch in der Art und Weise, wie man kommuniziert, sich dieser militärische Duktus viel mehr einzieht. Und das haben wir, glaube ich, in der Form noch nicht so gesagt oder nur angeschnitten. Herrschaft und auch Gewalt im Allgemeinen haben einfach eine Eigendynamik. Und das wird einfach so oft von Autoritärkommunisten unterschätzt und auch delegitimiert, diese Argumentation. Also es wird ganz oft dann gesagt, ja, es müssen dann eben nur die richtigen Leute oder es fehlt an dem und dem. Aber nein, das an sich hat eine Eigendynamik, die man sich bewusst sein muss, die man reflektieren muss und die man angehen muss. Aber das ist ja nicht nur ein Problem. Ich möchte jetzt hier wirklich nicht irgendwie eine Lanze für Autoritärkommunisten brechen, weil das ist ja nicht nur ein Problem von denen, sondern das kann man ja genauso bei uns auch wiederfinden. Wie teilweise lax einfach darüber gesprochen wird und dass man auch in anarchistischen Kreisen mal ganz locker sagt, irgendwie ja die Personen an die Wand stellen und die Waffe in die Hand nehmen und irgendwie ja Revolution ist nun mal blutig, ohne sich genau darüber im Klaren zu sein, was das eigentlich bedeutet. Ja, was das für Konsequenzen, ja. Und dann können wir jetzt perfekt überleiten, warum auch für uns Anarchisten das Konzept des Volkskriegs wichtig ist. Vielleicht trotzdem noch ein Satz zur Kulturrevolution. So barbarisch letztendlich das alles irgendwie war und so weiter, finde ich jetzt, also das ist immer schwierig, das wegzudenken, ich weiß, aber finde ich jetzt an sich die Idee, dass es sozusagen eine Kampagne im besten Fall des gesamten Volkes in so einer Revolution gibt, wo man dann zum Beispiel sieht, okay, also auch von anarchistischen Gedanken interessant, zum Beispiel, es gab einen Umsturz des kapitalistischen Systems und wir sind in der Machtposition eben diese, also die Menschen an sich sind in der Machtposition, diese neue Gesellschaft aufzubauen, aber wir merken, okay, an den und den Punkten, da hapert es wirklich gewaltig, dass dann eben die gesamten fortschrittlichen Kräfte dieser Gesellschaft einfach eine Kampagne ausrufen, um eben die revolutionären Entwicklungen voranzutreiben. Das an sich finde ich echt eine spannende, gute Idee, die auch für, falls es mal irgendwann mal wieder zu einer anarchistisch gesinnten oder freiheitlich gesinnten Revolution kommt, spannend sein kann. Ja, und ich finde auch noch dieser Grundaspekt generell, dass halt der Klassenkampf in der Übergangsgesellschaft weitergeht, das nochmal so klar zu benennen, auch sehr wichtig. Und ich finde auch gut, dass da noch ein bisschen mehr Analyse hintersteckt, als einfach nur, wie es manchmal in anarchistischen Kreisen gesagt wird, ja, die natürlich irgendwie anarchistische Gesellschaftsbildung, die geht ja immer weiter und ja, wir müssen dann ja auch da dann noch weiter gucken, wie sich das überhaupt, und Herrschaft kann ja immer wieder auftreten, sondern einfach das wirklich klar so zu benennen, okay, der Klassenkampf geht weiter, es können sich neue Klassen herausbilden und dagegen müssen wir eben vorgehen. So, aber jetzt leiten wir wirklich mal zum Volkskrieg über. Endlich der Volkskrieg. Ja, nur der Griff der Massen zum Gewehr schafft den Sozialismus her. Genau. Was hat es denn eigentlich mit dem Volkskrieg auf sich? Das ist eigentlich eine militärische Theorie gewesen, die man
oder die Mao für den Kampf gegen Staatreaktionen und Imperialismus verfasst hat. Also es wurde halt eher gesagt, anders als andere Aufstands- oder militärische Theorien, die es dann gab, wie jetzt diese Aufstandstheorie in der Sowjetunion oder die Foucault-Theorie hieß das, glaube ich, das, was Che Guevara vertreten hat, war der Volkskrieg wirklich der Versuch, so eine universelle militärische Strategie zu schaffen. Das sollte dann auch eigentlich von Anfang an in so einem Dualismus passieren, dass es einmal halt den politischen Arm gibt, der kommunistischen Partei, der wirkt, und gleichzeitig auch der militärische Arm, der aufgebaut wird, wo man dann von Anfang an auch diesen sich eigentlich darauf vorbereitet, irgendwann den bewaffneten Kampf gegen den Staat, in dem man gerade ist, zu führen. Ja, und neben dem Dualismus muss man sich das dann auch so vorstellen, dass dieser bewaffnete Kampf dann in 3 Stufen abläuft. Und die erste Stufe wäre dann erstmal eine revolutionäre Basis in für den Staat schlecht zugänglichen Gebieten zu schaffen. Das war dann in dem Fall, wo halt dieser Volkskrieg passiert ist, wenn Berge halt gegeben waren, meistens irgendwelche bergigen Gebiete. Oder Dschungel oder so. Oder Dschungel. Ja, tatsächlich waren es meistens Berge, so wie man es von der PKK kennt, wo sich dann zurückgezogen wurde. Von dieser revolutionären Basis aus hat man dann auch die Kontrolle von kleinen Dörfern übernommen, die halt in dem Umland waren, und hat da dann angefangen, Landreformen umzusetzen und verschiedene politische Reformen umzusetzen, um auch die Guerilla dann dort populärer zu machen und direkt erste Erfolge zu schaffen. Und dann natürlich auch dafür zu sorgen, dass man einfach die Macht in dem Gebiet behält. Weil Leute, die durch dich profitieren, die sind deutlich weniger dazu geneigt, dich beim Staat zu verraten oder selber Milizen zu bilden, um gegen dich vorzugehen. Von da aus sollten dann kleinere Städte eingeschlossen und erobert werden. Und wenn man dann diese ersten kleinen Städte auch eingenommen hat, hat man natürlich eine ganz andere Machtbasis innerhalb der Region. Und von da aus sollten dann eigentlich diese großen Städte irgendwann eingezirkelt werden von revolutionären Gebieten und schlussendlich dann auch übernommen werden, wovon aus man dann eben das ganze Land beherrscht. Und das ist natürlich jetzt sehr plump und wenig militärhistorisch oder theoretisch dargestellt. Ja, dazu zu sagen ist dann auch, dass diese Theorie mehrfach erfolgreich umgesetzt wurde, in größerem oder kleinerem Ausmaß, sei es dann sehr erfolgreich natürlich in der chinesischen Revolution, in einem sehr großen Umfang, sei es dann auch anders erfolgreich in Nepal oder Indien oder dann in kleinerem Umfang erfolgreich wie in Peru und den Philippinen. Und ich finde, ohne jetzt ein Militärstratege oder Historiker zu sein, spricht das natürlich auch für diese Theorie. Spannend finde ich es auch noch, dass immer propagiert wird, dass diese Theorie universell einsetzbar ist. Aber bis heute haben wir ja auch kein einziges Mal gesehen, dass in einem westlichen Industrieland oder generell Industrieland diese Theorie umgesetzt wird. Ich muss jetzt gerade daran denken, wo in welche Berge würden wir nach Deutschland gehen, wenn wir hier den Volkskrieg starten? Also klar gibt es ja auch Berge, aber... Die Eifel ist doch, glaube ich, am nächsten, oder? Ja, aber ich kann mir halt... Also das Sauerland! Die revolutionäre Basis! Ja, hier für Dortmund... Winterberg! Ja. Nur ich kann mir... Aber irgendwie... Für mich hat es den Anschein, dass der deutsche Staat einen guten Zugriff auf Winterberg hat, also... Ich weiß nicht, beim letzten Schneechaos waren die Straßen ja auch zu unzugänglich. Ne? Stimmt. Wir ziehen uns dann mal im Winter zurück, dann sollen die Bullen kommen. Ja, ich meine, das ist halt jetzt schwer zu sagen, ne? Ob das hier umsetzbar wäre, weil oder dem jetzt das abzusprechen, weil es liegt natürlich auch an ganz vielen unterschiedlichen Punkten, dass sich jetzt keine bewaffnete Miliz hier herausgebildet hat. Ne? Das hat ja jetzt nicht nur damit zu tun, dass... Die Rote Armee-Fraktion war ja schon ein maoistischer Ansatz, der... Die haben ja eigentlich einen anderen, die haben ja wirklich das Konzept der Stadtguerilla vertreten. Und da finde ich, ist auch diese militärische Strategie deutlich sinnvoller als jetzt die einer Stadtguerilla. Die waren ja nicht wirklich in den Massen oder in einer Massenpartei verankert. Ja. Die hatten ja überhaupt nicht diesen politischen Rückhalt. Und die haben ja auch nicht versucht, eine wirkliche Massenmiliz aufzubauen, die eben anfängt, diese kleinen Schlachten zu schlagen und irgendwelch wirklich Gebiet zu übernehmen. Mhm. Die haben ja Entführungen und Anschläge ausgeführt. Und das ist ja eigentlich ein ganz anderer Ansatz. Aber als maoistisch haben sie sich trotzdem definiert. Just saying. Ja, nee. Also klar. Das macht ja auch Sinn. Das waren ja sehr viele Gruppen, die damals eben diese sich auf Mao bezogen haben. Aber es waren dann auch noch die Mao Zedong-Gedanken. Diese andere vorherige Spielart, ne? Wo einfach
Bezug auf Anti-Revisionismus war. Und ich finde vielleicht jetzt auch, was man tatsächlich sagen kann, wo ich dir auch zustimmen würde, was in Deutschland halt ein größeres Problem ist, als jetzt beispielsweise in einem Industrieland wie in den USA, dass einfach der Zugang zu Waffen hier viel geringer ist und die Gesellschaft auch weniger militarisiert und an der Waffe ausgebildet ist. Und das auch viel eher jetzt vom Verfassungsschutz natürlich beobachtet werden würde. Ich finde es halt spannend, weil das sind so Überlegungen, denen wir uns eigentlich überhaupt nicht stellen. Mhm. Wir hoffen ja häufig einfach auf diese spontanen Aufstände der Massen, woraus dann irgendwie der Staat überrollt wird und daraus entsteht dann irgendwie die Revolution. Oder wir reden dann vielleicht auch davon, na gut, der Staat hat halt eine riesige Militär, die unter seiner Fittiche steht. Und selbst wenn jetzt ein Teil davon die Waffen niederlegt und sich der Revolution anschließt, stehen wir trotzdem einem hochgerüsteten Staat gegenüber. Und wir hoffen dann einfach auf diese Spontanität und dieses wird schon irgendwie. Das stimmt. Es gibt, da ist es eben herausgebildet. Das stimmt. Es gibt historisch natürlich für den Anarchismus auch diverse Konzepte mit, was weiß ich, Milizstrukturen und so weiter, die da eine Rolle spielen. Aber ich sag jetzt mal, speziell für unsere Situation hier in Deutschland oder so, gibt es überhaupt kein Konzept von jetzt allem, was damit zu tun hat, wenn man also über diese ganze Frage von, ja, militanter, um das so im weitesten Sinne zu fassen, revolutionäre Strategie für den Anarchismus. Und naja, es liegt vielleicht auch oft daran, dass man überhaupt noch gar nicht mehr zu dieser Frage kommt, sich damit zu beschäftigen, weil man so bedeutungslos letztendlich ist, dass man überhaupt versucht, in eine andere Ausgangslage zu kommen, wo man vielleicht mal irgendwann sich dieser Frage stellen könnte. Ja, oder sich dann halt in irgendwelchen individualen militanten Aktionen irgendwie verliert. Ja, das gibt's natürlich auch dann als Umsetzung von dieser gewünschten Militanz, dass man dann einfach anfängt, halt irgendwelche kleinen Anschläge auf Weichen auszuüben. Ja, und damit sicher noch den Rest der Bevölkerung, der Rest der Sympathie der Bevölkerung noch verspielt. Ja, und ordentlich lange im Knast geht. Ja. Ja, ich denke auch ein Problem, was dadurch entstehen kann, wenn man jetzt einfach das, was wir jetzt gesagt haben, so als Anlass nimmt, um zu sagen, okay, gut, dann müssen wir wohl als erstes mal eine militärische Strategie herausbilden, ist, dass wir überhaupt nicht in diesem Massenstadium sind, wie du eben angesprochen hast. Also wir haben noch gar keine Massenorganisation, wo man dann irgendwie davon reden kann, jetzt müssen wir wirklich anfangen zu gucken, dass wir diese Transformationsstrategie zusammenbekommen. Und gerade wenn man dann diesen starken Fokus auf das Militärische hat, dann kann es beispielsweise wie jetzt beim Jugendwiderstand zu sowas führen, dass man sich dann schon halb in einem Volkskrieg wähnt, aber im Endeffekt einfach nur eine Truppe von 30 bis 40 stabilen Jungs irgendwie ist. Und ja, dann macht man halt seinen Volkskrieg in Neukölln ohne Waffen und mit Fäusten und verliert sich dann so ein bisschen in dieser Gewaltfetischisierung. Das ist, denk ich mal, jetzt auch was wir für uns da dann noch bedenken sollten. Wir brauchen überhaupt erstmal diesen Bezug zu den Massen. Wir brauchen überhaupt erstmal die Organisationsmöglichkeit für die Massen. Und währenddessen sollten wir dann strategisch theoretisieren, wie überhaupt jetzt eine Revolution und eine Transformation der Gesellschaft in Deutschland aussehen wird. Aber man darf es auch nicht zu spät machen. Nee, auf keinen Fall. Das soll jetzt nicht heißen, wir gucken erstmal, dem widerspreche ich ja eigentlich ziemlich scharf, weil. Und auch, ich sag jetzt mal, ist es auch bestimmt nochmal ein Unterschied zwischen ein fertig ausgearbeitetes Konzept wie jetzt diesen Volkskrieg und dass man wirklich konkret sagen kann, wie kommen wir denn zur befreiten Gesellschaft und welche Mittel wenden wir an und wie läuft das ab und was sind unsere Methoden? Weil daran mangelt es ja schon bei der Mehrheit der Anarchistinnen, dass sie das gar nicht formulieren können oder dass sie einfach sich darauf zurückziehen und sagen, ah ja, das wird sich schon irgendwie der Weg entsteht im Gehen und das würde ich auch ablehnen. Ich weiß, dass du das jetzt nicht meinst, aber das will ich nochmal betonen. Man muss schon sehr klar sagen, so wie genau die Transformation abläuft zu der Gesellschaft. Weil wenn du mit jemandem auf der Straße sprichst und immer nur diese lapidaren, unklaren Antworten von dir gibst, dann ist es einfach nur schwach und dann kann sich da auch niemand drunter wiederfinden. Nur jetzt dieses ganz konkrete, festgelegte, strategische Modell von diese und diese Phase und dann passiert das und das und so läuft der Volkszug und dann zwingen wir die großen Städte ein und so, das kann man dann zum späteren Zeitpunkt machen. Natürlich, aber auch das gibt natürlich ein ganz anderes Bild bei den Leuten ab, als wenn du jetzt als Anarchist da irgendwie rumschwafelst. Ja.
um nochmal was Positives herauszuheben, mein Eindruck ist eben, dass trotzdem dieses Volkskriegsmodell, dass sich die Beschäftigung damit auch lohnt, weil es ganz offensichtlich ein Modell ist, was erfolgreich ist, also was in zumindest in Ländern, die auch oft eine sehr bäuerliche Bevölkerung haben, zu Erfolgen führt. Und ich denke auch schon, dass es ein Modell ist, wo man einiges draus ziehen kann und wo spannende Gedanken sind. Allein schon man kann das ja auch so ein bisschen probieren zu übertragen, diesen ganzen Gedanken von, okay, wir versuchen erstmal in einer Region eine Stärke aufzubauen, Relevanz in der Masse aufzubauen. Das kann ja dann zum Beispiel ein Viertel sein, dass man sich in einer Großstadt oder dann in einem, oder ein Dorf, wenn man eher ländlich agiert, raussucht und da wirklich seine Kräfte darauf fokussiert, kontinuierlich präsent ist, kontinuierlich in die Masse probiert zu wirken, kontinuierlich einen Klassenkampf zu betreiben und an die Kämpfe, die es eben schon gibt, anzuschließen und eben nicht auf Abwehrkämpfe sich zu fokussieren, sondern eben die eigene Politik voranzutreiben. Das spricht für mich auch da so ein bisschen draus. Und von da ausgehend sich eine Basis zu erarbeiten, um weiterzukommen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, wo ich sagen würde, das kann man schon daraus ziehen, für uns auch. Nebenbei, also das finde ich tatsächlich diese gute Darstellung, dass auch diese Theorie nicht rein militärisch gesehen werden muss, sondern auch einfach generell politisch, bewegungspolitisch, wenn man so sagen will, kann man ja auch diese Ausbildung von so einem Arm, der eigentlich die Partei schützt oder so, oder eine militärische Selbstermächtigung der Leute innerhalb der Partei oder der Bewegung, kann man ja auch dann in sowas sehen, was jetzt maoistische Kräfte in Deutschland machen, dass du dann eher Selbstverteidigungskurse anbietest oder diesen Arbeiterkampfsport dann vorantreibst. Und das ist ja auch einfach was wir für uns übernehmen könnten in der Handlungsweise, was ja auch sehr sinnvoll ist, was uns ja auch im Jetzt schon schützt, halt, dass wir auf Demos besser agieren können, dass wir uns besser gegen Übergriffe von faschistischen oder islamistischen Kräften schützen können. Ich glaube, das war auch was wir in der Cobra Kai-Folge angesprochen haben. Und ich denke jetzt von diesem Volkskriegpunkt aus können wir dann nochmal ganz gut, was wir am Anfang einmal angesprochen haben, nochmal so einen kleinen Ausblick auf Maoismus in Deutschland geben oder das, was wir jetzt eigentlich so hier wahrgenommen haben. Meiner Wahrnehmung nach ist der Maoismus in Deutschland auch extrem schwach. Also im Allgemeinen vom Ausgangspunkt her gesagt, extrem zersplittert in diverseste kleine Ansätze, wovon es, sage ich mal, ein paar ältere gibt, also wo man sagen kann, okay, das sind so gewisse Strukturen und Gruppen, die gibt's dann halt schon echt länger, wo dann eher so der alte Herr, der dann irgendwie noch mit seinen anderen beiden Kumpanen irgendwie reine Lehre irgendwie irgendwo hochhält, was weiß ich, in Süddeutschland oder so, ist ja jetzt egal wo. Dann gibt's, glaube ich, aber auch so ein paar einzelne überregionale Organisationsversuche, die so ein bisschen mehr Relevanz haben, aber sich natürlich auch in diesem kleinen linksradikalen Kosmos bewegen. Und mit dem Jugendwiderstand gab es dann natürlich auch so ein kleines Revival in so von eher jugendlich geprägten Gruppen, sage ich mal, wo es dann ja auch in allen möglichen Städten so kleinere Grüppchen gab, die sich zusammengefunden haben. Mittlerweile nehme ich das aber so wahr, dass das auch schon wieder total am eingebröckelt ist und da nicht mehr viel passiert. Naja, im Prinzip kann man das nicht ganz, aber grob schon auf den organisierten Anarchismus übertragen. Ich würde schon sagen, dass der organisierte Anarchismus ein bisschen besser dasteht, so, weil wir haben ja immerhin eine ziemlich immer besser und gut aufgestellte freie ArbeiterInnen-Union, die auch von den Mitgliederzahlen her in sich in ganz anderen Dimensionen als diese ganzen maoistischen Splittergrüppchen bewegt. Ja, ich glaube, es gibt auch einfach nicht so ein stark, also wenn ich jetzt überlege, mir fällt wirklich auf Anhieb nichts ein, dass es irgendwie eine relevante maoistische Gewerkschaft in Deutschland gibt. Haben die überhaupt als Modell? Ja, klar, doch, klar. Die formieren auch Gewerkschaften, oder? In Städten und Ländern, wo sie. Ich denke mal schon. Also tatsächlich, damit habe ich mich wirklich null mit beschäftigt, fällt mir gerade so auf. Aber zumindest für Deutschland kann ich sagen, fällt mir da wirklich nichts ein. Mag es geben, aber nichts Relevantes. Vielleicht wisst ihr das ja. Das ist ja gerade ein Thema, wo wir so gerade so ein bisschen hadern. Gibt es überhaupt maoistische Gewerkschaften irgendwo auf der Welt? Ist das überhaupt ein Modell für Maoistinnen? Dann lernen wir auch noch was dazu bei dem Thema. Ja. Weil uns ist es gerade gar nicht bewusst. Weil für den Anarchismus ist es ja ein sehr zentrales Modell des Anarchosyndikalismus. Was man auch wirklich sagen muss, das wäre auch eine weitere Kritik, die ich sehr, sehr stark am Maoismus habe. Also alle, irgendwie gefühlt alle Ansätze der radikalen Linken neigen dazu,
irgendwie in so einem Klein-Klein verhaftet zu bleiben in der aktuellen Zeit, ne? Aber der Maoismus hat nochmal so ganz spezielle Besonderheiten, die noch stärker dazu führen, dass das zu so einem Sektenartigen verkommt. Also da haben wir schon ein paar Punkte angeschnitten, dass wenn man eben von sich selber sagt, ja, wir machen hier Wissenschaft, wir sind Anti-Revisionisten, die anderen sind Revisionisten, dann kommt man sehr schnell eben in dieses Fahrwasser von, ja, die anderen sind alles im Prinzip Verräter und verwässern die reine Lehre und nur das, was wir uns hier als kleiner Kreis ausgedacht haben, ist irgendwie der richtige Weg und gegen alle anderen muss man vorgehen. Und das kommt dann sehr schnell dazu, dass man irgendwie so eine krude Sekte wird, über die sich alle nur noch lustig machen. Ja, und was ja noch dazu kommt, neben diesem, wie du schon richtig gesagt hast, Bezugnahme auf wir machen hier wirklich die reine Lehre, wir machen wissenschaftlich, kommt ja noch dieser Revisionismus-Punkt, dass man nebenbei noch sagt, alle anderen verraten eigentlich die revolutionäre Sache. Die machen nicht nur einfach, die enden nicht irgendwo in falschen theoretischen Sackgassen, sondern die verraten aktiv halt unsere Sache. Und gerade die anderen maoistischen Kräfte sind dann eigentlich diese kleinbürgerlichen Kräfte, die jetzt versuchen, unsere maoistische Bewegung halt zu verraten. Genau das gleiche habe ich doch gesagt, Bruder, in anderen Worten. Echt? Ja, quasi schon. Hörst du mir überhaupt zu noch? Ja, wie, Bruder. Das ist, denke ich, wichtig und das zeigt auch, dass für den Maoismus ist es vielleicht nochmal besonders schwierig, über diesen Punkt der Bedeutungslosigkeit und Durchgedrehtheit nochmal hinwegzukommen. Und man sieht ja auch sehr stark, das würde ich jetzt aber sagen, hat keine linke Strömung irgendwie ist dagegen gefeit, aber es gab im Maoismus schon sehr viele besonders schräge Ausprägungen, besonders schräge Eigenarten. So. Gerade diese, was wir jetzt schon mehrmals beide gesagt haben, dass man gegen andere Linke, also diese innerlinke Gewalt, verbinde ich auch oft mit dem Maoismus. Dieses Vorgehen gegen andere linke Kräfte, da gibt es echt viele andere linke Strömungen, die einfach so einen Fokus auf Vereinigung der Linken und wir alle zusammen haben. Und das hat der Maoismus eben nicht. Und deswegen neigt er auch dazu, wenn er durchdreht, eben gegen andere Linke vorzugehen. Ich würde nicht sagen, nur wenn er durchdreht, sondern eher, wenn er merkt, dass er nicht diesem Massenanspruch gerecht werden kann. Und andersrum, wenn er dem gerecht wird, wenn er Relevanz hat, dann meuchelt er natürlich auch alle anderen revolutionären Kräfte. Ist ja klar. Ja gut, das machen Autoritärkommunisten halt so. Just saying. Also. Ich glaube, das ist halt was man schon aus anderen linksradikalen Gruppen kennt. Wenn man halt selber nichts geschissen bekommt, wenn man selber es nicht schafft, die Politik in die breite Masse hineinzutragen, dann führt man halt die politischen Kämpfe in der eigenen Blase, in der man sich halt befindet. Und das ist bei maoistischen Kräften halt nochmal besonders stark, weil es da auch diesen stärkeren Fokus auf Gewalt und körperliche Auseinandersetzung gibt, zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum. Und natürlich auch diese ganze Volkskriegsmythisierung. Aber das ist ja was es überall gab. Nehmen wir jetzt den Anti-D-Anti-Imp-Konflikt, nehmen wir irgendwie die Intervention, wenn man es so nennen will, von autonomen AnarchistInnen gegen organisierte anarchistische Kräfte. Das findet sich ja in diversen Spielarten wieder. Und das ist halt, ja, das entsteht für mich häufig einfach aus dieser Ohnmacht, gesellschaftspolitisch nicht wirken zu können. Aber im Endeffekt ist es dann nie wirklich zielführend, außer dass die Leute sich dann am Ende selber tollen fühlen können, wenn sie irgendeinem komischen Trotzkisten aufs Maul gehauen haben. Genau, wir haben so, während wir gesprochen haben, wie ihr gemerkt habt, haben wir so ein bisschen festgestellt, ey, das wird ganz schön lang, weil das ja auch ein komplexes Thema ist und wir wollten jetzt nicht komplett verkürzt die Sachen darstellen, auch wenn wir es natürlich an ganz vielen Stellen getan haben, sicherlich. Aber das kennt ihr ja schon von uns. Wir haben uns dann ja jetzt einfach entschieden, 2 Folgen draus zu machen in 2 Teile, dass ihr es so ein bisschen besser hören könnt und nicht am Stück gezwungen seid, euch das jetzt alles einzuverleiben. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ich denke, da gibt es vielleicht einige Fragen, die vielleicht bei euch aufkommen könnten. Es wäre wirklich wundervoll, wenn ihr die uns dann auch schicken würdet. Also, ne, wir haben ja auch das letzte Mal jetzt kein Q&A veröffentlicht und wir freuen uns immer, wenn wir eins veröffentlichen können. Also schickt uns gerne Fragen. Wir sind auch sehr, würden uns auch freuen, wenn euch diese Kritik gefallen hat, dass ihr sie auch gerne an eure maoistischen Freunde, mit denen ihr schon vielleicht seit Jahren im Clinch seid, weiterschickt oder so. Vielleicht erreicht die das ja auch ein bisschen. Ja. Danach können wir alle schön zusammen trainieren gehen. Oder auch nicht, wie ihr wollt. Wie gesagt, Anarchismus heißt ja, jeder macht, was er will. Genau, und das wird schon irgendwie alles. So. Glück auf. Glück auf.
Was wir noch vergessen hatten einzufügen, deswegen liefere ich euch das jetzt nach, sind unsere Literaturempfehlungen. Und zwar sind das auch die beiden Bücher, auf die sich Joshuas Recherche primär für diesen Podcast stützt. Und zwar ist das einmal die andere Kulturrevolution von Ralf Rokus und Wu Jing. Das bekommt ihr beim Mandelbaum Verlag. Da geht's um den Anfang vom Ende des chinesischen Sozialismus. Und zum anderen kann ich euch Continuity and Rupture von J. Move Howard Paul empfehlen. In dem Buch wird eigentlich sehr gut dargestellt, was genau Maoismus ist. Es ist auch nochmal eine interessante Auseinandersetzung mit dem Trotzkismus am Ende drin. Ja, und zum anderen, wie schon einmal im Podcast angesprochen, könnt ihr euch zur Einführung auch ganz gut mal den Artikel Long Live Marxism, Leninism, Maoism von der Revolutionary Internationalist Movement durchlesen.